kommen wir schon zu einem wesentlichen Höhepunkt unserer heutigen Veranstaltung, dem Vortrag von Professor Clemens Fuest. Clemens Fuest ist einer der wichtigsten und bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Nicht nur, weil er Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung in München ist, sondern auch und vor allem, weil es kaum jemanden gibt, der politische Prozesse so scharfsinnig begleitet, kommentiert und Perspektiven aufzeigt. Gerade das scheint natürlich, und das ist offensichtlich, ganz besonders nötig. Und es ist eben wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen, dass Ökonominnen und Ökonomen tatsächlich sich auch zu Wort melden und Ideen haben, Perspektiven aufzeigen, aber auch Position beziehen. Denn die Zeitenwende ist ja nicht nur eine politische Vokabel, sie steht auch für ein völlig anderes Verständnis, oder zumindest ein anders gelagertes Verständnis von Politik, Wettbewerb und Marktwirtschaft. Lieber Clemens, wir sind sehr gespannt auf deinen Vortrag. Du hast das Wort. Ja, lieber Herr Professor Rodenstock, lieber Nils, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein, was vortragen und mitdiskutieren darf. Herzlichen Dank auch für deine nette Einladung, Nils. Unter Westfalen würde man sagen, das war schon ein total übertriebenes Lob. Aber ich habe das sehr gerne gehört. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die besten Jahre liegen noch vor uns. Jetzt denken Sie vielleicht, ich hätte das falsche Manuskript mitgebracht. Aber das sind Worte, wie Sie vielleicht wissen, von Roman Herzog aus einer Rede, die viel Aufsehen erregt hat, aus dem Jahr 1997. Das war ja eine Zeit, in der die Arbeitslosigkeit stieg und in der Zweifel an unserem Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell aufkamen. Und das ist eine Parallele zu unserer Zeit heute. Die besten Jahre liegen noch vor uns. Ich denke, das war damals keine Prognose, sondern das war eine Art Aufforderung, darüber nachzudenken, was wir tun müssen, damit die besten Jahre noch vor uns liegen. Und ich denke, wir sind heute in einer ähnlichen Situation. Wir müssen uns die Frage stellen, was müssen wir tun, damit die besten Jahre noch vor uns liegen? Ich würde gerne heute drei Themen ansprechen. Ich würde ein bisschen auf die aktuelle Konjunkturlage eingehen, Stagflation und Gasnotlagen, Risiko, das sind auch nicht die besten Jahre. Und dann zwei Punkte zur längerfristigen Perspektive. Deutschland als Industriestandort und die Energiepolitik. Und abschließend Deutschland als Exportnation und etwas, was ich die neue Geoökonomik nenne. Zunächst zur aktuellen Wirtschaftslage. Ich beginne hier, wie meistens in meinen Vorträgen, mit dem IFO-Geschäftsklima. Wir befragen vom IFO-Institut jeden Monat ungefähr 10.000 Unternehmen. Unter anderem fragen wir Sie, wie Ihre aktuelle Geschäftslage ist und wie Sie die Entwicklung in den nächsten 6 Monaten erwarten. Und was Sie hier sehen, das ist einmal der Einbruch bei Ausbruch der Corona-Krise, da im März 2020, und dann die aktuelle Entwicklung. Und Sie sehen, das geht wieder herunter. Die rote Linie, das ist das IFO-Geschäftsklima, die blaue Linie, das sind die Erwartungen, und die schwarze, das ist die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage. Das kann man jetzt mal ein bisschen vergleichen, hier nochmal dargestellt, jetzt nur mit Geschäftslage und Erwartungen. Und Sie sehen, dass der Rückgang der Erwartungen seit Ausbruch des Ukraine-Krieges, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, dass die Erwartungen sogar stärker gefallen sind als bei Ausbruch der Corona-Krise. Die Geschäftslage, und das ist sozusagen die gute Nachricht, hat sich aber noch nicht so schnell verfinstert, sondern die hält sich eigentlich relativ gut. Heute sind ja die neuesten Daten herausgekommen. Viele hatten einen weiteren Rückgang erwartet und der hat kaum stattgefunden. Also der IFO-Index war fast stabil. Wir haben die Unternehmen auch gefragt, ob sie sich Sorgen machen wegen wachsender Insolvenzgefahren. Und auch da ist es so, dass die Nachrichten vergleichsweise gut sind, also gemessen an dem, was man befürchten konnte. Wir haben eine deutlich geringere Insolvenzsorge heute als zum Beispiel in der Corona-Krise. Das heißt nicht, dass das so bleibt. Ich erwähne das und unterstreiche das hier nur, weil nicht alles vielleicht ganz so rabenschwarz ist, wie es in den Medien dargestellt
wird. Wir stehen vor großen Herausforderungen, mit diesen Energiepreisen umzugehen, ist schwierig. Wir haben nach wie vor erhebliche Probleme bei der Beschaffung von Produkten. Wir haben Sektoren, die unter steigenden Zinsen leiden, vor allem die Bauindustrie. Aber wir haben doch auch eine gewisse Resilienz in den Unternehmen. Das heißt, viele Unternehmen sind doch sehr gut darin, das ist übrigens auch eine Erfahrung der Corona-Krise, sind sehr stark darin, sich anzupassen. Es ist also nicht alles rabenschwarz. Nun, rosig ist es auch nicht gerade, was ich hier mal mitgebracht habe. Das ist die Entwicklung der Konjunkturprognosen. Prognosen zu machen ist ja nicht ganz einfach in dieser Situation. Was aber aussagekräftig ist, das sind Revisionen von Prognosen. Und Sie sehen hier, wenn Sie sich die Zahlen da rechts anschauen, zwischen IFO Sommer 22, diese 3,7 in Rot, die Sie da sehen, und IFO Herbst soll das heißen, H22, also Sommer 22, das war Juni, und Herbst 22, das war September. Und die Gemeinschaftsdiagnose kam etwas später im September. Da haben wir unsere Konjunkturprognose um 4 Prozentpunkte heruntergenommen. Und diese Rücknahme um 4 Prozentpunkte macht klar, wie sehr sich die wirtschaftliche Lage verdüstert hat innerhalb recht kurzer Zeit. Und das ist schon sehr ernst. Das hat natürlich zu tun mit dem Ende der russischen Gaslieferungen durch Nord Stream 1. Das hat aber auch mit der Verfinsterung anderer Daten zu tun, mit denen, was hier zu tun haben. Ja, wir haben sinkendes Wirtschaftswachstum und steigende Inflation, deshalb also Stagflation. Das ist ein Prozess, in dem die Wirtschaftskrise nicht kommt aus einer Schwächung der Nachfrage, sondern aus der Einschränkung des Angebots. Aus der Verengung des Angebots. Normalerweise ist es ja so, dass wir Inflation eher erwarten in einer Boom-Situation. Wenn die Nachfrage sehr stark ist, dann steigen die Preise. Hier verknappt sich aber das Angebot. Dann steigen natürlich auch die Preise. Aber das ist sozusagen, das eine könnte man sagen, ist noch gute Inflation. Wenn eine Boom-Situation da ist, freuen wir uns ja im Prinzip. Jetzt haben wir aber schlechte Inflation. Das heißt, eine stark zurückgehende Wirtschaftsleistung und gleichzeitig eine stark ansteigende Inflation. Das macht es der Wirtschaftspolitik sehr schwer, darauf zu reagieren. Also hier sehen Sie unsere Inflationsprognose im Moment, die besagt, dass wir den Höhepunkt irgendwann im Winter erreichen bei der Inflation und dass es dann hoffentlich wieder zurückgeht. Nun muss man sagen, Inflationsprognosen sind eben Szenarien letztlich, in die gewisse Annahmen eingehen. Und gerade jetzt sind wir in einer Situation, in der eben ungeheure Unsicherheit besteht. Für das Gesamtjahr 2023 sagt unsere Prognose derzeit eine Inflation von 9,3%, 9,3 voraus für das nächste Jahr, für dieses Jahr auch, aber nächstes Jahr kommen nochmal 9% dazu. Wie kommen wir zu dieser Prognose? Das liegt vor allem daran, dass wir bei Energiepreisen die Preise einstellen, die auf den Futures-Märkten gehandelt werden. Na, kein Mensch weiß, wie teuer Gas nächstes Jahr ist. Ne? Ich weiß es nicht und obwohl ich sehr gerne jemanden kennenlernen würde, der das weiß, es weiß niemand. Ne? In Prognosen nimmt man dann einfach die Futures-Preise, also die Preise, die die Finanzmärkte derzeit erwarten und auf die Menschen auch viel Geld setzen. Aber wenn Sie sich anschauen, wie die Futures-Preise sich in den letzten Jahren so entwickelt haben, die Finanzmärkte lagen grauenerregend daneben. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen, denn auch die können nicht in die Zukunft schauen. Das Positive daran ist, es könnte sein, dass die Inflation doch niedriger ausfällt, wenn die Energiepreise herunterkommen. Wenn es also nicht ganz so schwierig ist, wie die Finanzmärkte derzeit erwarten. Die schlechte Nachricht ist, es kann auch deutlich schlechter laufen, wenn die Energie sich eben noch stärker verknappt als die Finanzmärkte es derzeit erwarten, aber es herrscht da sehr, sehr viel Unsicherheit. Hier sehen Sie, dass 2024 die Inflation wieder herunterkommt. Dieses Ergebnis muss man mit sehr großer Distanz betrachten. Die meisten Konjunkturmodelle sind so konstruiert, dass nach 2 Jahren, spätestens 3 Jahren, alles so ungefähr wieder ist, wie es in den 10 Jahren vorher war. Deshalb würde ich sagen, vorsichtig interpretieren. Interessant sind eher die Prognosen für das jeweils kommende Jahr und da auch nur, wenn man sie vergleicht mit vorangehenden Prognosen. Also Veränderungen von Prognosen sagen etwas, wie sich Daten am ganz aktuellen Rand verändern und wie man sie interpretieren kann. In die Zukunft schauen kann niemand. Okay, ja, diese Prognosen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, beruhen auf vielen Annahmen. Eine sehr wichtige Annahme ist, dass wir nicht in eine Gasnotlage geraten. Also eine Gasnotlage sieht ja so aus, egal wie viel Sie bereit sind zu zahlen als Unternehmer oder Unternehmerin, Sie kriegen kein Gas.
Das nennt man eine Rationierung. Normalerweise ist es ja an Märkten so, wenn Sie nur genug zahlen, dann kriegen Sie das Produkt auch. Jetzt könnte es aber sein, dass wir in eine Gasnotlage geraten. Wenn das Gas zu knapp wird, dann wird eben der Gasnotlagenplan in Kraft gesetzt und dann werden private Haushalte und kritische Infrastrukturen geschützt und große Teile der Industrie müssen auf Gaslieferungen verzichten. So ist das geregelt. Und wir haben in unseren Prognosen angeschaut, wie ein solches Szenario aussehen würde. Das wäre ein Szenario, in dem es uns nicht gelingt, Gas zu sparen. Wir sind ja jetzt, das muss man sich klar machen, in einer Lage, in der die Gasmenge, die in Europa verfügbar ist, begrenzt ist, einfach durch die physische Infrastruktur. Die lässt sich auch nicht vermehren, wenn man mehr Geld hergibt. Und wenn jetzt der Staat herkommt und viel Geld und viele Subventionen auf diese Gasmenge wirft, dann ändert sich deswegen die Gasmenge nicht. Dann steigt nur der Gaspreis. Viele haben ja die Idee, der Staat könnte so etwas wie eine Gaspreisbremse schaffen. Das muss man recht verstehen. Damit ist nicht gemeint, dass das Gasknappheitsproblem verschwindet, sondern dass damit ist gemeint, ja, man gibt halt Menschen Gas, weil sie so viel für die Gasrechnung ausgeben müssen, damit sie vielleicht noch im Supermarkt bezahlen können. Das können sie machen, aber der Staat kann das Gas nicht vermehren, jedenfalls nicht für Europa insgesamt. Also wir haben eine feste Menge hier und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht in eine solche Gasmangellage geraten. Sehr vorsichtig. Und die droht im Februar nächsten Jahres und die droht auch noch im Winter 2023, 2024, da wahrscheinlich noch mehr. Denn dieses Jahr konnten wir unsere Speicher noch mit russischem Gas füllen. Das wird nächstes Jahr nicht gehen. Und Infrastruktur aufzubauen ist nicht so einfach. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, wir haben eine beschränkte Gasmenge und daran kann der Staat überhaupt nichts ändern. Mit irgendwelchen Stützungsprogrammen, Subventionen, gar nichts. Wenn man jetzt sehr viel Geld darauf wirft, dann treibt man nur den Gaspreis in die Höhe. Man könnte das Geld auch direkt nach Norwegen und Russland überweisen. Da würde man sich viel Verwaltung sparen. Das müssen wir verstehen in Europa. So, jetzt haben wir uns angeguckt bei der Gemeinschaftsdiagnose, wie wahrscheinlich ist das, dass wir in ein Gasrationierungsszenario geraten? Und was Sie hier sehen, ist das eine Analyse des Quantils 20. Also wir lassen da sehr, sehr viele Tausende von Simulationen laufen und haben jetzt mal gesagt, nehmen wir mal eine Simulation, bei der 80% aller Szenarien besser sind und 20% schlechter sind. Das wäre das Median-Szenario, also eine Art Durchschnittsszenario in einem kalten Winter. Die wichtigste Variable, da gehen 1000 Variablen ein, ist auch wieder alles mit Unsicherheit behaftet, also nicht zu sehr sozusagen als Faktum hier nehmen, das sind alles Szenarien. Aber die wichtigste Größe ist die Temperatur, die können wir leider nicht beeinflussen. Also wenn es ein kalter Winter wird, ein außergewöhnlich kalter Winter, dann ist das hier das Durchschnittsszenario, das Rationierungsszenario. Wir hoffen auf einen warmen Winter, dann sind wir quasi so einigermaßen aus dem Schneider, aber wir können uns eben nicht darauf verlassen. Ja, und wenn es ein Gasrationierungsszenario gibt, das sehen Sie hier rechts in der Grafik, dann sind die Speicher im Frühjahr, im Februar 2023 leer und die sind dann im Februar 2024 oder vielleicht im Januar nochmal leer. Dann werden große Teile der Industrie heruntergefahren und das ist auch nicht wieder so leicht zu reaktivieren. Ich zeige Ihnen hier jetzt den quartalsweisen Verlauf des Bruttoinlandsprodukts. Nochmal, dieses Rationierungsszenario ist das letztlich das weniger wahrscheinliche Szenario. Also man soll keine Panik machen, das ist kein sehr wahrscheinliches Szenario, aber ich würde mal sagen, das ist ein Szenario, das wir unbedingt vermeiden müssen. Deshalb ist es so wichtig, jetzt den Gasverbrauch zu senken, vorsichtig zu sein. Es ist das Allerwichtigste, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Jetzt Produktion herunterfahren ist richtig. Ist zwar schmerzlich, aber dort, wo wir es am ehesten verschmerzen können, Produktion vorübergehend herunterzufahren, ist sehr wichtig, damit wir nicht in diese Gasmangellage geraten. Denn Sie sehen hier, dann wäre nach unserem Szenario hier, diesem 20%-Quantilszenario, wäre das Wachstum nächstes Jahr nicht null, sondern -8%. Und von diesem sehr niedrigen Niveau würden wir nochmal abstürzen, 2024, um weitere 4%. Das ist jenseits dessen, was bekannt ist. Das sind Zahlen, die wir aus der Depression der 1930er Jahre hatten. Da war das so. Ein Jahr 8% runter und dann nochmal 5% runter. Aber das ist kein Szenario, das man riskieren sollte. Das müssen wir unbedingt verhindern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt den Gasverbrauch senken in Europa.
Ja, und ich sage Europa, das weist auf etwas anderes hin, was problematisch ist. Die Versuchung ist natürlich jetzt groß für einzelne Länder in Europa, quasi den Nachbarn das Gas wegzukaufen. Ich habe ja gesagt, in, sag mal, Nordwesteuropa, nicht ganz Europa ist integriert, in Nordwesteuropa haben wir einen gemeinsamen Gasmarkt und die Menge ist beschränkt. Ja, jetzt hat ja die Bundesregierung hat angekündigt, 200 Milliarden setzen wir jetzt mal ein, ne, und schaffen eine Gaspreisbremse. Da haben sich die Nachbarn gleich beschwert und haben gesagt, ihr seid wohl verrückt geworden, ihr kauft uns hier das Gas weg. Wenn ihr das macht, dann werden wir auch alles tun, um das Gas unsererseits Gas zu subventionieren. Und das ist genau der Subventionswettlauf, den wir uns nicht leisten können. Ich will das mal vorsichtig formulieren, ich hätte es gut gefunden, man hätte sich mit den europäischen Partnern erstmal zusammengesetzt, statt einfach 200 Milliarden an Subventionen auszurufen. Das hätte dann die Möglichkeit eröffnet, sich besser zu koordinieren. Und das tun wir derzeit nicht in Europa. Und das ist eins von vielen Risiken, mit denen wir es zu tun haben. Denn klar, jetzt denkt sich natürlich jedes Land, ja mein Gott, wenn ich hier spare, wenn ich Produktion herunterfahre, dann profitieren doch die anderen davon. Richtig. Wenn ich Kraftwerke ans Netz bringe und dafür sorge, dass weniger Gas verstromt wird, dann profitieren die anderen in Europa. Richtig, wir sind Nachbarn in Europa, wir sind eng miteinander verflochten und das Schicksal des einen hängt vom Verhalten des anderen an. Aber wenn wir da jetzt unsolidarisch sind, wenn wir uns nicht untereinander absprechen, dann wächst leider die Gefahr, dass wir in so ein Rationierungsszenario hineinlaufen und das müssen wir verhindern. Ja, ich wollte hier aber mit einer positiven Nachricht enden. Immerhin, die Gasspeicher sind einigermaßen gefüllt und viel besser, wie Sie in dieser Grafik zum Beispiel sehen, als im letzten Jahr. Insofern bin ich überzeugt, wir haben sehr gute Chancen, diesem Rationierungsszenario zu entgehen, wenn wir jetzt das Richtige tun und sowohl im privaten Sektor als auch in der Industrie Sparpotenziale nutzen, bei denen nicht allzu viel Schaden entsteht. Und wenn wir das hinkriegen, wenn wir uns europäisch absprechen, dann werden wir diese Schrumpfung der Wirtschaft vermeiden können. Ja, damit sind wir noch nicht so ganz aus dem Schneider, denn es geht natürlich auch um die Frage, wie geht es eigentlich mittelfristig weiter? Und da würde ich in der Kürze der Zeit gerne zwei Themen ansprechen. Das eine ist, was ist eigentlich die Zukunft Deutschlands als Industriestandort, jetzt auf die mittlere Sicht? Geht es nicht ums nächste halbe Jahr oder auch nicht um die nächsten zwei Jahre. Die Gaspreise explodieren derzeit in Europa. Sie werden wieder herunterkommen, aber wohl nicht so weit, wie sie oder so tief, wie sie vorher waren. Was sich hier entwickelt, das sehen wir in dieser Grafik. Das sind die Gaspreise in Europa, Asien und den USA derzeit. Und was wir da sehen, ist, dass in Asien und Europa die Gaspreise in die Höhe schießen. Das liegt einfach daran, dass Asien und Europa LNG importieren, also Flüssiggas importieren. Und ob man ein Schiff jetzt aus den USA nach Asien schickt oder nach Europa, das macht keinen großen Preisunterschied. Also wir sorgen derzeit als Europäer mit unserer Krise dafür, dass in Asien die Gaspreise massiv steigen. Da wird man jetzt sagen, ja, schönen Dank, ist ja großartig. Also wir kaufen jetzt quasi, wir verknappen jetzt das Gas auch für China und diese Länder. Aber so ist das in integrierten Märkten. Sie sehen aber, der Gaspreis in den USA hat sich kaum gerührt, nur sehr wenig. Und das liegt einfach daran, dass die USA eben LNG-Exporteur sind. Die Infrastruktur ist beschränkt, deshalb wird da auch nicht mehr exportiert. Und was wir da sehen, an diesem Bild sehen wir, glaube ich, zwei Dinge, die auch langfristig gelten. Erstmal, Europa ist ein integrierter Markt. Das Ende des russischen Gases trifft nicht nur Deutschland, sondern Nordwesteuropa, ist ein Problem für Europa. Das bedeutet übrigens im Umkehrschluss, es war nie richtig, dass nur Deutschland von diesem russischen Gas profitiert hat, sondern die Vorteile lagen immer bei ganz Europa. Die Bundesregierung ist ja immer wieder kritisiert worden, dafür dieses russische Gas zu nutzen. Der Vorteil, man hätte antworten können, Leute, der Vorteil ist hier liegt nicht bei uns, sondern der ist gesamteuropäisch. Egal, das ist Schnee von gestern. Die Gas wird sich verteuern für ganz Europa, nicht nur für Deutschland. Das ist zunächst mal eine gute Nachricht insofern, als jetzt keine Anreize entstehen werden, jedenfalls nicht durch den Gasmarkt direkt, Industrie innerhalb Europas zu verlagern. Ob die wirklich nicht bestehen, das wird auch von der Politik hinsichtlich der Strompreise abhängen. Aber was das Gas angeht, das wird für uns alle teurer in Europa. Die schlechte Nachricht ist, unsere Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert sich gegenüber Asien, wir waren da etwas günstiger, und insbesondere gegenüber den USA.
Wenn Sie das sehen, also selbst wenn dieser Abstand wieder etwas herunterkommt, das sind jetzt Welten. Und energieintensive Industrien werden jetzt den Blick richten nach, in die USA insbesondere. Ja, ich habe schon gesagt, es gibt keinen spezifisch deutschen Nachteil künftig oder Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, was die reinen Gaspreise angeht. Das Ganze könnte uns aber trotzdem mehr treffen als unsere europäischen Nachbarn, wenn wir einfach als Volkswirtschaft so strukturiert wären, dass wir mehr Gas verbrauchen als andere. Und wenn Sie die Frage stellen, wie viel Gas verbrauchen wir, ich sage mal, pro Einheit Bruttoinlandsprodukt, dann würde herauskommen, Deutschland ist unauffällig wie die anderen. Wenn Sie allerdings fragen, wie gasintensiv ist der Industriesektor, das sehen Sie in dieser Grafik, diese gepunktete Linie, dann sind wir da schon am oberen Ende. Also wir sind, da ist noch Österreich, wir sind gasintensiver und die USA hier, wir sind gasintensiver als die meisten anderen europäischen Länder. Und in diesem Sinne, nicht weil die Preise höher wären, aber in diesem Sinne trifft uns diese Krise schon mehr als unsere Nachbarn. Wir haben mehr Industrie, die viel Gas verbraucht und deshalb haben wir hier jetzt einen größeren Nachteil. Hier sehen Sie auch schon die ersten Wirkungen. Eine Möglichkeit zu reagieren auf höhere Energiepreise ist ja einfach, das auf die Preise zu überwälzen. Man sieht hier etwa, in der Chemieindustrie sind die Preise sehr stark angestiegen, also teilweise werden die wirklich überwälzt. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt in einem internationalen Wettbewerb steht und mit einem amerikanischen Konkurrenten sich schlagen muss, dann kann man die Preise nicht überwälzen, weil es ist leicht überwälzbar, wenn alle höhere Preise haben, aber es haben eben nicht alle höhere Preise und das ist ein Problem. In anderen Bereichen haben wir eine geringere Überwälzung, zum Beispiel im Maschinenbau, der allerdings auch nicht ganz so energieintensiv ist. Was wir auch sehen, ist, dass wir heute schon Auswirkungen sehen auf die Produktion. Hier die Chemieindustrie, diese rote Linie, also die energieintensivste unter diesen Branchen, senkt die Produktion. Das ist, man könnte sagen, das ist schon Zeichen von nichts Gutem. Kurzfristig, muss ich allerdings sagen, ist das genau richtig. Wenn wir nicht in eine Gasmangellage geraten, muss die Industrie die Produktion reduzieren. Das heißt allerdings auch, wir sehen ja, es war auch in den Medien, die Industrie hat Energie gespart. Da haben viele gesagt, ja Leute, geht doch. Wir müssen halt mal ein bisschen energieeffizienter werden. So ganz geht es nicht, weil das ist nicht durch ein plötzliches Energieeffizienzwunder entstanden, sondern teilweise, jedenfalls indem man einfach die Produktion gedrosselt hat. Teilweise hat man auch auf Erdöl umgestellt oder auf Kohle verbrennen von Gas, aber teilweise ist es eben leider auch Rückgang der Produktion. Das heißt, das ist vorübergehend richtig, aber keine nachhaltige Lösung. Ja, das heißt, insgesamt haben wir ein Wettbewerbsproblem, das Europa trifft, das Deutschland nicht preislich trifft, aber durch die hohe Gasintensität schon etwas mehr als die Nachbarn. Und jetzt haben wir die Aussicht darauf, dass Gas teurer sein wird in Zukunft. Wie viel teurer hängt auch von uns ab und von dem, was wir machen. Das schafft Unsicherheit und Belastung. Und diese Unsicherheit und Belastung kommen nun hinzu zu einer Situation, die wir schon vorher hatten, nämlich hohe Unsicherheit über die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland ohnehin, in Europa und in Deutschland ohnehin, dadurch, dass wir ja eine Energiewende geplant hatten, eine Dekarbonisierung, bei der konventionelle Energie abgeschaltet wird, Kernenergie abgeschaltet wird, also Gas und Kernenergie und Kohle abgeschaltet wird und erneuerbare Energien aufgebaut werden, aber erneuerbare Energien erfordern ergänzende Energien wegen der Schwankungen, wegen der Dunkelflaute und langfristig soll das Wasserstoff werden. Also ein Energiesystem aus rein erneuerbaren Energien, ausschließlich erneuerbaren Energien, das ist eine Sache, die möglich ist, das geht. Aber es ist unglaublich aufwendig. Es ist unglaublich aufwendig und wir müssen sehr, sehr viel investieren, um das hinzubekommen. Technisch tragfähig und ökonomisch tragfähig ist es heute noch nicht, aber ich glaube, das ist eine Vision, an der man auch viel Freude haben kann. Also Roman Herzog, glaube ich, hätte das gefallen. Eine solche Vision, ein Energiesystem, das 100%ig besteht aus grünem Wasserstoff und erneuerbaren Energien. Das ist, glaube ich, wert, verfolgt zu werden, aber es ist ein großes technologisches Projekt, das Jahrzehnte dauern wird. Der Aufbau wird Jahrzehnte dauern. Und das, was wir leisten müssen, ist eine Brücke schaffen in diese neue Energiewelt. Wenn wir 20 Jahre lang keine Energie mehr haben und unsere Industrie zerstört ist, dann hilft uns nicht diese Zukunftsvision nichts. Sondern wir müssen irgendwie in diese Welt kommen. Wir brauchen also eine Brücke, die sollte bislang funktionieren mit Gas.
ja, jetzt ist das Gas aber dramatisch knapper und teurer geworden. Das heißt, woher kommt jetzt das Gas für diese Brücke? Das war ehrgeizig genug, sehr, sehr viele Gaskraftwerke zu bauen. Hier mal aus einem Strompreisszenario, das extrem optimistisch ist. Sie sehen hier die den erwarteten Einsatz von Gas, also fast eine Verdoppelung der Gaskraftwerke, der Stromproduktion aus Gas. Das ist diese Brücke. Ne? Und dann irgendwann, wenn dieses neue Stromsystem mal funktioniert, können wir das auch wieder abbauen. Aber mit irgendetwas müssen wir diese Brücke bestreiten. Und das ist heute eben in Frage gestellt. Und mit diesem Problem müssen wir uns auseinandersetzen. Also woraus könnte diese Brücke bestehen? Es gibt Möglichkeiten. Wir können Gas günstig fördern in Deutschland durch Fracking. Fracking ist heute nicht mehr so umweltbelastend, wie es mal war, aber es ist sehr unpopulär. Wir könnten diese Brücke schaffen durch Kernenergie. Wir haben uns aber entschieden, die Kernenergie abzuschalten. Wir könnten diese Brücke schaffen durch Kohle. Das wollen wir aber nicht, weil das die umweltverschmutzendste aller Technologien ist. Aber mit irgendwas müssen wir sie schaffen. Und wir müssen aufpassen, dass wir am Ende nicht ausschließlich mit Kohle dastehen. Vielleicht können wir sie auch schaffen, wenn wir auf französische oder tschechische Kernkraftwerke setzen. Auch in Polen gibt es jetzt Pläne zur Errichtung von Kernkraftwerken, in Finnland, in Schweden. Nur bauen die ja erstmal für sich selbst. Also wir müssen die überreden, dass die mehr Kernkraftwerke bauen. So wie wir heute auch andere Länder zum Fracking überreden, weil wir es selber nicht machen wollen. Also ich glaube, nur Energie importieren, das wird einfach zu teuer. Wir brauchen irgendeine Brücke. Welche, das muss entschieden werden, aber irgendeine brauchen wir schon. Allein Erneuerbarer, der Ausbau der Erneuerbaren wird nicht reichen. Lassen Sie mich abschließend was sagen zum Außenhandelsthema. Wir haben das Energiethema, aber die andere große Veränderung in dieser Zeitenwende ist etwas, was man unter dem Begriff Geoökonomik diskutieren kann. Und ich denke, was da notwendig ist, das ist etwas sorgfältigeres, auch aus der Politik, etwas sorgfältigeres Nachdenken darüber, was wir hier eigentlich vor uns haben. Und da ist es hilfreich, nochmal kurz über die Geschichte des Begriffs Geoökonomik nachzudenken. Da geht es ja um den Zusammenhang zwischen Geopolitik und Ökonomie. Als der Ostblock kollabierte 1989, da hatten ja viele die optimistische Vorstellung, dass die Zukunft der Weltwirtschaft eine Veranstaltung ist, in der die Staaten weniger aufeinander losgehen, sondern ihre Märkte öffnen und wir quasi eine Weltwirtschaft haben, in der Unternehmen miteinander konkurrieren, in der Menschen sich bewegen können und so weiter und in der es friedlich zugeht und in der Wettbewerb vor allem wirtschaftlichen Wettbewerb bedeutet. Das hat auch teilweise geklappt. Die Integration vieler osteuropäischer Länder in die EU, das sind wirklich sehr, sehr positive Entwicklungen. Das hat funktioniert. Aber Edward Luttwak, das ist ein Politologe aus den USA, hat schon damals 1990 in einem Aufsatz darauf hingewiesen, dass es so ganz großartig und reibungslos nicht gehen wird, die Schaffung dieser neuen Weltwirtschaft, in der alle friedlich miteinander Handel treiben. Er hat gesagt, Staaten sind eben so, dass sie ihre Interessen verfolgen, notfalls auch auf Kosten anderer. Und das, hat er damals gesagt, wird zum Beispiel zu Handelskriegen führen. Es wird auch in dieser neuen Welt, selbst wenn man nicht mehr aus ideologischen Gründen aufeinander losgeht und sich feindlich gegenübersteht, wie der Ostblock und NATO und der Westen, wird es trotzdem Konflikte geben. Und er hatte völlig recht. Und das hat er als Geoökonomik bezeichnet. Er hat das Wort erfunden. Und hat gesagt, das ist Geoökonomik, die Kooperationslogik der Wirtschaft und die Konfliktlogik der Geopolitik. Die vermischen sich, hat er gesagt, und ja, da wird es Handelskriege geben und darauf müssen wir uns einstellen. Jetzt haben wir eine neue Epoche mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, mit Cyberangriffen, Chinas Drohung gegenüber Taiwan, dem Konflikt zwischen China und den USA. Jetzt treten wirklich militärische Konflikte wieder in den Vordergrund. Da geht es nicht um Wirtschaftskriege, sondern da geht es um militärische Auseinandersetzungen oder andere Formen des Krieges, zum Beispiel Cyberkriege. Und das andere Neue ist, dass potenzielle Kriegsgegner, und das ist wirklich anders als auch zu Zeiten des Kalten Krieges, dass potenzielle Kriegsgegner wirtschaftlich äußerst eng miteinander verbunden sind. Das ist bei China und den USA so, das ist aber insbesondere bei China und Europa so. Das war bei Russland und Europa so und wir haben ja gesehen, welche Folgen das hat, wenn man sich darauf nicht einstellt. Und das ist etwas, was ich hier als neue Geoökonomik bezeichne. Damit haben wir es heute zu tun und darauf müssen wir uns einstellen. Was bedeutet das? Ich denke, es ist wichtig, dass wir vor diesem Hintergrund, also potenzielle kriegerische Auseinandersetzungen, Cyberkriege und ähnliches mehr,
verstehen, dass unsere Gegner gleichzeitig unsere Partner sind. Wir sind ökonomisch sehr eng mit diesen Ländern verflochten und das ist auch gut so. Ja, aber es muss uns gelingen, die Analyse dieser wirtschaftlichen Beziehung und der geopolitischen Problematiken systematisch zu integrieren. Es bringt nichts, das getrennt zu halten. Heute stehen diese Dinge nebeneinander. Da gibt es im öffentlichen Sektor eine Sparte, die ist zuständig für Gefahrenabwehr, für Verteidigung und so weiter. Und es gibt eine andere Sparte, die beschäftigt sich mit Wirtschaft. Und diese beiden Dinge müssen wir integrieren und das ist nicht trivial. Und dazu zwei kurze Beispiele. Beispiel Nummer eins, das Sie auch alle kennen, derzeit liegt die Forderung auf dem Tisch und wird viel diskutiert, Wertschöpfungsketten zurückzubauen, nicht mehr so viel mit China handeln, weil es geopolitische Spannungen gibt. Das ist keine angemessene Analyse. Eine geoökonomische Analyse würde eher so vorgehen, dass man sagt, es besteht hier ein Abwägungsproblem. Wir profitieren von diesem Handel mit China, von der Verflechtung. Gleichzeitig haben wir aber das Risiko eines Konflikts. Also was passiert, wenn ein Konflikt entsteht? Na, die Antwort darauf ist niemals, wir bauen einfach die Verflechtung ab, das wäre einfach. Ne? Wir verlieren aber die Vorteile und wir müssen fragen, wie gehen wir mit diesem Trade-off um? Ich glaube, die chinesische Regierung ist schon etwas weiter als wir. Die haben ja unter anderem das Konzept der zwei Kreise entwickelt. Das schlicht gesagt so funktioniert, dass man sagt, es gibt einen inneren Kreis. Das sind Teile der Wirtschaft, die so essentiell sind, dass sie auf jeden Fall auch bei Sanktionen, bei Konflikten weiter betreibbar sein müssen. Und dann gibt es einen äußeren Zirkel, in dem die chinesische Regierung sagt, ja, wir betreiben weiter Handel mit dem Westen und auch mit den USA. Wir wissen, das ist ein Risiko, aber dieses Risiko, wie bei jedem Geschäft, nehmen wir in Kauf. Wenn es einen Konflikt gibt, dann wird uns das sehr wehtun, aber wir überleben das. Ich sage nicht, dass das die schlauste Strategie ist oder die durchdachteste, aber es ist eine. Und wir müssen solche Strategien entwickeln. Wir können auch nicht einfach das nachmachen, was die Amerikaner machen, weil wir andere Interessen haben als Europäer. Wir haben teilweise ähnliche Interessen wie die USA, aber sie unterscheiden sich. Wir haben keine geopolitischen Ambitionen als Europäer im pazifischen Raum, die Amerikaner ja. Da gibt es eine Reihe von Unterschieden. Wir müssen uns meines Erachtens mehr um Abhängigkeiten kümmern und wie wir sie managen. Beispielsweise aktuell die Costco-Beteiligung am Hamburger Hafen. Herrgott, was wird das diskutiert? Auch da sagen viele, geht nicht. Also irgendwie ist uns China suspekt, potenzieller Gegner, geht nicht. Das ist auch zu dünn, glaube ich. Wir müssen darüber nachdenken, was bedeutet das, wenn ein chinesisches Staatsunternehmen einen Container-Terminal kauft. Zunächst mal erhöht sich damit die Abhängigkeit Chinas von uns, nicht umgekehrt. Ne? Denn die kaufen hier was bei uns herumsteht und das kann man zum Beispiel enteignen. Ne? Das heißt, es entsteht eine Abhängigkeit, genauso wie unsere Investitionen in China gefährdet sind, weil sie enteignet werden können, ist diese chinesische Investition gefährdet, weil wir sie im Prinzip enteignen könnten. Jetzt muss man sich aber mal fragen, was ist denn im Konfliktfall? Also nehmen wir mal an, die chinesische Regierung würde sagen, wir fahren mal die Geschwindigkeit in diesem Terminal so ein bisschen runter, ne? weil wir möchten nicht, dass die europäische Wirtschaft so effizient ist. Dann muss es eine staatliche Stelle bei uns geben, eine Aufsicht, die eingreifen kann und die Infrastruktur kontrollieren kann, egal wer der Eigentümer ist. Und die Antwort auf die Frage, haben wir dafür eigentlich die rechtlichen Voraussetzungen, die ist mit Sicherheit kein eindeutiges Ja. Aber wir müssen diese Voraussetzungen schaffen und dann können wir sinnvoll mit solchen Investitionen umgehen. Deshalb würde ich sagen, solange wir diese Voraussetzungen nicht haben, legen wir es vielleicht mal lieber auf Eis. Jetzt einfach zu sagen, wenn es 25% sind, ist es nicht so schlimm, statt 35, das ist nicht so ganz überzeugend. Aber wir haben keine überzeugende geoökonomische Strategie und ich finde, wir müssen sie dringend entwickeln. Und wenn wir sie entwickeln, dann können wir uns in dieser neuen Welt auch vernünftig bewegen. Aber wir müssen unser Denken da schon etwas verändern. Natürlich muss das auch auf europäischer Ebene geschehen, ist kompliziert, aber wir können das schaffen. Ja, um das zusammenzufassen, also wir sind, was die Konjunktur angeht, in einer Stagflationssituation. Im Fokus muss stehen, die Gasrationierung zu vermeiden. In der Energiepolitik ist es wichtig, eine Brücke zu schaffen in dieses neue Energiesystem, was wir da schaffen wollen. Ob das so richtig funktioniert, weiß man nicht.
Aber auf jeden Fall brauchen wir eine Brücke. Und ich fände es wichtig, da so vorzugehen, dass wir erst dieses neue Energiesystem aufbauen und überprüfen und in dem Maß, wie das da ist, das alte abschaffen. Wir machen es umgekehrt. Wir schalten erst unser funktionierendes System ab und dann schauen wir mal, ob das mit dem neuen klappt. Das ist ziemlich leichtsinnig. Also erst zusehen, dass das Neue funktioniert und wenn das funktioniert, das alte abschaffen. Und in der Außenwirtschaftspolitik, ich habe gesagt, müssen wir besser verstehen, dass die Lage sich geändert hat, dass Geopolitik eine größere Rolle spielt. Ein Thema, das zum Beispiel wirklich komplex ist und noch zu klären ist, wäre, wie ist eigentlich die Aufgabenteilung zwischen Unternehmen und Staat in dieser Angelegenheit? Eigentlich sollte man ja sagen, ja, die Unternehmen wissen ja, wenn sie mit China handeln, haben sie ein Risiko. Wenn sie mit Russland handeln, haben sie ein Risiko. Man würde ordnungspolitisch sagen, das ist eigentlich der Job der Unternehmen, dafür zu sorgen, dass diese Risiken uns nicht auf die Füße fallen. Wenn ich mir jetzt aber BASF anschaue oder Uniper, Unique Performance, dann sage ich mir, irgendwie hat das nicht so richtig geklappt mit der Risikodiversifizierung. Und man fragt sich ja, was hat eigentlich der Aufsichtsrat da gemacht in den letzten 10 Jahren? Na, haben die nicht gemerkt, dass die so viel Gas aus Russland, haben die nicht gemerkt, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist? Also so ganz hat das nicht geklappt. Es kann durchaus Gründe haben. Auch bei Banken gab es Gründe dafür, dass die Risiken eingegangen sind, die unvernünftig erscheinen. Aber über diese Aufgabenteilung muss man sich unterhalten. Und ich denke, unter anderem brauchen wir auf der politischen Ebene eben so eine Art Risikomanagement, das wirklich diese Fragen systematisch untersucht und sich dann vielleicht auch mal mit solchen Aufsichtsräten und Vorständen trifft und mal unterhält. Vielen Dank.